Ja, moinsen, meine sehr verehrten Brudinius, lecker. Lecker Kaffee, oh, lecker, lecker. Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Blasters Rote Katzenkommando. Wir sind im letzten Part bei Orkanos mächtigst gestorben, aber das wird sich heute ändern. Denn ich habe ein bisschen Onikugel gefarmt, könnte man sagen. So viel Onikugeln, dass ich Schatten-Arthur erstmal auf Level 49 gepumpt habe. Und dazu habe ich jetzt noch 84.000 Onikugel gefarmt, und zwar mit der Online-Patrouille. Ich habe mit Random Bobs und mit Abonnenten auch zusammengespielt und habe mir ein paar Onikugeln gesammelt. Und die werden wir jetzt hier bei René investieren. Aber nicht in Schatten-Arthur. Ich meine, der ist schon stark genug. Da oben ist Schatten-Arthur. Wir pumpen die Onikugel natürlich selbstredend in ja, die verschiedensten Yoka hinein. Und zwar zum Beispiel Usapion, Shibanyan und natürlich auch Horvanyan werden jetzt so auf ein Level kommen lassen von ungefähr, ja, wie ihr sehen könnt, gucken wir mal. So, okay, ich würde sagen, ja, das sollte einem an sich schon reichen, oder? Ich würde sagen, das passt. Wir haben im Grunde noch genug Onikugeln, um noch ein Level-Up zu genehmigen. Und da würde ich sagen, machen wir das bei Usapion, würde ich sagen. So, okay. Damit sind alle Onikugeln verbraucht und aus einem Level 35 Team im Durchschnitt wurde jetzt ein im Durchschnitt Level 47 Team. Und das ist an sich eins ziemlich nice Angelegenheit. Und damit können wir hoffentlich jetzt Orkanos besiegen. Mal gucken. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Also, mal gucken, ne? Wir gehen zu Kapitel 9. Dort war ja auch der Orkanos-Bosskampf. Und wir gucken mal, ob es klappt. Und ja, also, wenn ich euch einen Tipp auf den Weg geben darf, wie ihr am besten Onikugeln farmen könnt, ich werde dazu wahrscheinlich noch irgendwann ein extra Video machen, geht auf die Patrouille, und zwar mit Online-Mitspielern. Denn wenn ihr mit Freunden online spielt oder lokal oder wenn ihr halt online zusammenspielt, könnt ihr einfach so unfassbar schnell Onikugeln farmen. Ihr müsst euch vorstellen, bei der Patrouille ist das so, es gibt ja diese Mini-Mini-Mission und so, und jede Mini-Mini-Mission gibt ein bisschen was an Onikugeln. Und diese Mini-Mini-Mission geben jedem Einzelnen diese Onikugeln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine Mini-Mini-Mission 500 Onikugeln mache, macht jeder aus meinem Team diese 500 Onikugeln. Das heißt, das summiert sich quasi auf. 4 mal 500 sind 2000. Das heißt, ihr bekommt durch eine einzige Mini-Mission bei 500 Onikugeln schon 2000 Onikugeln gutgeschrieben. Aufs gesamte Team gerechnet. Und das summiert sich halt eben auch, wenn ihr noch mehr dieser Mission macht und mehr und dann am Ende des Tages bei 8000 Onikugeln seid, wenn ihr das Level verlasst, hat ungefähr auch jeder des Teams ungefähr 8000 roundabout und dementsprechend bekommt ziemlich viele, ja, meine lieben Brudingos, das ist heftig. Ja, also hat einer 8000 Onikugeln gesammelt ungefähr in einer gesamten Quest. Haben es auch in dem Sinne fast alle anderen. Und das heißt, 4 mal 8000 sind, ja, um die 30.000 Onikugeln und so. Und das ist halt auch schon ziemlich heftig. So muss man wirklich sagen, es ist eine ziemlich heftige Sache. So. Das Ding ist halt nur, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt mit dem Team bestehen kann. Müsste eigentlich, weil wir sind jetzt so viel stärker. Wir sind im Grunde schon 10 Level über Orkanos, also müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich mir auch nicht mehr helfen. Also, dann ist vorbei. Dann ist Feierabend, aber wir gucken mal. So, ich würde auch sagen, wir wechseln dann auch gleich mal auf Usapion. Ihr wisst, ne, seine geile Attacke. Mit dessen Hilfe wir uns auch gleich noch ordentlich Onikugeln abstauben können. Aber ja, wirklich, nehmt die Online-Patrouille in Kauf, macht das, auch mit Random Bobs. Und ich weiß, ich muss zur Bombenentschärfung. Lecker. Nachher stirbt Shibanya noch und das wollen wir nicht. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Aber ja, das ist so das Wichtige. Nehmt das bitte in Kauf. Nehmt die Online-Patrouille in Kauf. Es gibt hier und da Bobs in der Online-Patrouille, die nur scheiße waren und die gar nichts machen, aber
Im größten Teil, wenn es einmal klappt und ihr einmal gute Teammates habt. Habt einmal gute Teammates am Start, dann läuft das. Dann habt ihr... Lol, der bleibt einfach auf der Stelle. Er bleibt auf der Stelle stehen. Lol. Ach, Lul. Na, aber wie gesagt, nehmt das in Kauf. Es ist halt echt wichtig. Und, ja. Wo läuft der lang? Läuft nach unten, okay. Dann werden wir ihm jetzt den Weg abschneiden. Hoffentlich. Ja, er läuft hier hoch. Also, moin! Jetzt bleib doch einmal stehen, du dicke Sau, und gib mir eine große Unikugel her jetzt. Gönnen Sie mir doch schon jetzt eine große Unikugel. Die haben wir letztens auch bekommen können. Jetzt bleib doch einmal stehen. Ja, er lässt sogar keine Unikugel mehr fallen. Man kennt. Na gut. Es gibt hier und da in der, Genau, ja. Yeah. Es gibt hier und da beim, bei der Online-Patrouille Bobs, die einfach nur random rumstehen auf der Welt und nichts machen. Aber wenn es dann einmal geklappt hat und ihr habt drei Teammates am Start, die euch dabei helfen können, schnell Unikugeln zu sammeln, dann kommt ihr wirklich innerhalb von einer Stunde auf knapp 100.000 Unikugeln. Das ist nicht mal übertrieben, das ist halt wirklich so. Wenn ihr wirklich konsequent durchzieht und mit eurem Bruts am Start seid, dann funzt das auch. So, jetzt ist halt nur das Ding, ne? Jetzt müssen wir halt echt gucken, dass wir mit unserem Team auf die Kacke hauen. Hat das getroffen? Natürlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Ach Junge, das ist doch echt nicht normal, oder? Dass wir trotzdem, trotz dessen, dass wir 10 Level über ihm sind, Probleme haben. Ich guck mir gerade mal die Karte an und ich sehe... Oh Gott. Raus hier! Ich hätte mehr heilen sollen. Das war gerade mein Fehler. Ich hätte mehr heilen sollen. Aber ihr seht halt, ne? Es ist halt nicht leicht so. Ich muss Hover dann unbedingt aufheilen. Und Shibanen ist tot. Ey, ich wollte nicht da stehen bleiben. Das ist halt auch dieser Spielfehler, den ich auch im letzten Part bemängelt habe. Das ist genau dieser Spielfehler, ne? Dass, man im abhauen möchte und man kann es nicht. Weil man gerade neben einem Joker steht, der auf dem Boden liegt und dem man eigentlich nicht aufhelfen möchte, weil man halt im Kampfkreis drin steht und du halt Schaden des Todes kriegst. Deswegen, ja... Rennst du halt nicht an Orkanos vorbei, sondern du heilst oder du belebst halt fälschlicherweise wieder, obwohl du das gar nicht möchtest. Du möchtest es zwar, aber nicht, wenn da dieser Kampfkreis ist, sage ich jetzt mal, ne? Jetzt laufen sie alle da rein, ey, das ist doch... Ne, also, ich kann halt nichts für die Dummheit meiner Teammates, ich kann nichts dafür. Es ist halt einfach so, ich kann nichts für die Dummheit meiner Teammates. Ich kann nichts für die Dummheit, es ist halt so. Aber wir konnten Usapion aufheilen. Und ich würde sagen, den heilen wir jetzt auch nochmal auf. Oh oh. Also ich kann halt wirklich nichts dafür, so für die Dummheit der Teammates. Also der Comms halt eben. Die stehen halt da irgendwie random rum. Ja, und lassen sich töten so. Das ist doch dumm. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dagegen machen. Es geht nicht. Ich kann nichts gegen die Dummheit tun, so. Das ist halt echt behindert, weil und jetzt steigen die Yokai auf und ich kann nichts machen. Das Gute ist, Schattenato hat hoffentlich noch nicht sein Talent verbraucht. Aber ihr seht, ne, also... Ich kann nichts dafür. So, wenn die einfach da reinlaufen und... Ich glaube, Shibanen ist wirklich tot, ne? Ja, der ist aufgestiegen. Ja, läuft, Alter. Aber ich kann nichts dafür, es ist halt so. Es ist halt so, ich kann nichts für die Dummheit dafür, dass die...
Sitcoms einfach vor Orkanos stehen und nichts machen und auch nicht abhauen wollen so. Ich kann nichts dafür. Wenn sie halt mitten im Kampfradius von Orkanos drinstehen, so, ist es halt voll dumm. Aber wir sollten es jetzt eigentlich geschafft haben. Ja. Ja, also ihr seht, selbst wenn wir 10 Level über ihm sind, ne? Immer noch extrem schwer, weil halt mit Comms, mit Computer, NPCs, ist halt bitter so. Aber egal, Soldaten, ihr habt den stärksten Oni besiegt. Gut gemacht, ich bin stolz auf euch. Ja, und Shibanyan ist einfach abgekratzt, Alter. Danke für deine Hilfe, Meister Nyada. Hm, ja. Ich bin jederzeit gerne für euch da, jawohl. Okay. Ja, also, ihr habt das Problem gesehen, ne? Trotz der Tatsache, dass meine Yokai 10 Level über Orkanos empfohlenes Level sind, passiert es einfach immer noch, dass die Yokai meines Teams übelst schnell sterben, weil sie einfach so dumm sind und nicht den Attacken von Orkanos ausweichen. Das ist halt das größte Problem. Aber egal, lecker Kaffee. Lecker. Ja, das ist halt nicht mal was, wofür ich etwas kann. Ich meine, ich habe mit Schatten dazu probiert, ständig aufzuheilen. Und wenn da 3 NPCs liegen oder 3 Comms rumliegen, 3 Teammates rumliegen, die nichts machen, falls sie halt eben tot sind und ich möchte ihnen aufhelfen und ich kann nicht allen aufhelfen, weil irgendwann ist halt auch die Zeit verbraucht, an dem man ihnen aufhelfen kann und ich bin gerade damit beschäftigt, den anderen aufzuhelfen und irgendwann klappt es halt nicht mehr und ein Yokai fährt in den Himmel auf, weil es zeitlich nicht geklappt hat, ihn ihm aufzuhelfen. So, da kann ich doch nichts für. Wenn da 3 Comms rumliegen, die denen aufgeholfen werden muss und ich schaff's zeitlich nicht und einer stirbt deswegen in der Mission, kann ich doch nichts für. Was soll ich denn dafür? Na, also, die Oberboss-Mission ohne Online-Teammates zu machen, ist halt echt schwer. Weil ihr seht, das empfohlene Level hier und ihr habt meine Level eben gesehen. Ja, und ja. Na gut, Brudingos. Hoffen wir, dass es hier etwas einfacher wird. Ja, Moinsen. Hilf deinen Rivalen. Schlimmster Notfall. Blast das SOS. Was ist los in der Innenstadt? Das werden wir nun herausfinden, meine Bruts. So, als erster Preis gibt es Karlauer. Als zweiten Preis die grüne Münze und als dritten Preis den herziger Kristall. Und wir bekommen 2200 Unikugeln vor Beending this Level. Delicious. So, und ich würde sagen, wir gehen hinaus in die große weite Welt. Und zwar in die Innenstadt, glaube ich. Ah, ich liebe diese Super Mario Nintendo Schnabeltasse. Noch nie hat ein Kaffee besser geschmeckt. Ohne Witz! Lecker! Da bekommt man auch ordentlich Kaffeezähne von. Geil! Ja, wir sind in der Innenstadt. Wo mal alles in der Welt sind denn alle? Ja! Das werden wir jetzt rausfinden. Shogunyan ist am Südeingang des Bahnhofs ohnmächtig geworden. Nein! Das heißt, wir müssen... Was heißt ohnmächtig? Er ist immer noch am Leben, Alter. Was ist das für eine unpräzise Aussage? Ist das ein Übersetzungsfehler oder... Lul. So, aber in der Nähe des Bahnhofs, ja? Oh Gott, Shogunyan stirbt gleich. Ich wollte erstmal sagen, komm, das kann warten. Wir sammeln uns erstmal Items auf. Lecker. Aber ich glaube... wo ist er? Hier. Ah. Okay. So, dann sterben sie nun Sahnestückchen. Lecker. Na, die kommen, Whisper schon verdächtig nah, oder? Die miesen Schweine. Und ich würde sagen, ich switche mal auf, Hovanyan, damit Schattenato den guten Shogunyan heilt. Was ja nicht funktioniert, wenn ich Schattenato steuere. Das geht ja, glaube ich, nur, wenn, ein Com den guten Schattenato steuert, was auch voll dumm ist. Rettung im Fortuna-Krankenhaus benötigt. Okay, wir müssen zum Fortuna-Krankenhaus. Das Fortuna Krankenhaus ist im Nordwesten. Beeilung. Hey, bist du Kai Dalla oder bin ich Kai Dalla? What's up, everyone? It's Kai Dalla here, bringing you a new episode of Yokai Watch Blasters Red Cat Corps. In today's episode, we want to save the Yokai in the Krankenhaus.
und fucking Cranky Kai und yes, yes. So, kurz alle pushen und dann geht's auch schon lecker weiter. Ja, lecker. Aber diese verdammten Sahnestückchen, die würde ich ganz gerne in meinem Kaffee haben. Lecker. Jetzt sterben sie nun. Ja, sterben sie doch jetzt hinweg. Und lassen sie Webtor in Ruhe. Ja, aber wirklich, ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Computerverbündeten, die auf der rechten Seite sind, wie zum Beispiel jetzt Webtor, ich habe keine Möglichkeit gefunden, sie zu heilen, wenn ich einen Healer steuere. Okay. Hast du gehört? Als nächstes ist die Neptun-Promenade dran. Okay, die ist doch, glaube ich, unten links, ne? Unten rechts, südwestlich. Südwestlich? Ah, okay, dann, ja doch, unten links. Ich wollte gerade gesagt haben, und es ist QB. Und wie kann QB bitte nicht alleine gegen diese Sahnestückchen kämpfen? Ist das dein Ernst? Machst du einmal eine Flächenattacke und schon sind die tot, diese Sahnestückchen. Lol. Du Lauch. Man kennt's. Wir sollten uns beeilen, denn QB ist fast tot. Aber ich bin so langsam. So, kurz pushen und moin. So, beeilt euch jetzt mal. Ihr dummen Idioten, jetzt machen sie doch schon. Hallo. So, die Heilung war bitter nötig von Viptor. Oh Gott, Alter. Ich glaube, wenn ich einmal einen Joker sterben lasse, ist vorbei, oder? Wenn ich einmal einen Verbündeten sterben lasse, ist vorbei. Also nicht einer meiner Verbündeten, sondern halt, ne, ihr wisst. Ja, wie bitte? Ja! Wenn ich einmal einen Computerverbündeten sterben lasse, ist Feierabend. Dann ist die Mission wahrscheinlich verkackt. So, Spoilerina. Eine legendäre Yokai-Dame braucht unsere Hilfe. Okay. Ja, dann lass uns mal schnell, geschwind zum Norden des Bahnhofs aufbrechen. Das sollte hier sein, bei der Paukstätte. Ich kenne diesen Ort halt eben noch wie meine Westentasche. So, und Heilung, Tendo! Und natürlich auch der Push, der war auch wichtig. So, wo seid ihr? Ah! So, Spoilerina, aber ich denke, bei ihr ist alles im Lot. Ja, bei ihr ist alles in Ordnung gerade. Sie hat irgendwie länger durchgehalten als QB und das ist schon ordentlich traurig. Klar, QB ist kein Legendärer, aber QB ist, würde ich mal sagen, stärker. Danke, Rina. Hier ist ein Geschenk, Rina. Leonidas wartet am Wellenkamp-Park. Ah, der ist im Südosten. Leonidas ist am Wellenkamp-Park. Ja. So wie Spoilerina in ihrem Spoiler gesagt hat. Ja! Sie hat echt gespoilert. Der Wellenkamp-Park ist südöstlich von hier. Ja, moin. Mhm. Dann lass uns mal beeilen. Das Gute ist, Leonidas ist halt gerade gepusht. Er hat eine Fähigkeit eingesetzt, die wahrscheinlich alle seine Werte pusht. Deswegen steht da auch alle. Wer hätte es gedacht? So, kurz euch nochmal pushen. Aber der ist ja voll, der ist ja am Steg des Wellenkampfparks. Ich habe das Gefühl, ich habe den Push etwas zu früh losgelassen. Weil wenn wir ankommen, ist der Push schon weg. Man kennt's. So, wenn wir jetzt mal aufhören könnten, hier wie besoffen rumzulaufen, würde ich jetzt ganz gerne auch mal den guten Leoni das helfen. Und da setze ich doch mal ganz geschwind mein Ultisil ein. Lecker, lecker. Hä, was? Das hat ja gar nichts gebracht. Man kennt's. Oh Gott, das sind viel mehr von den Teilen. Oh, die Sahnestückchen, von denen tauchen ja unaufhörlich welche auf. Aber egal, wir bekommen unaufhörlich Uni-Kugeln. Lecker. Das ist lecker. Mhm. Wir können Leonidas sogar wegschieben. Dann ab zu dir. Auf ins Meer. Auf ins Meer zu dir. Okay, dann eben nicht. Ja, ich bin dankbar. Jemand hat meine Kraft ausgezehrt. Hm, das gleiche Problem. Wir gehen erstmal zurück. Und das mit knapp 1000 Unikugeln. Lecker Specker. So, und wo haben wir die Tür? Natürlich genau hier am Eingang. Das ist ja mal, das ist die beste Tür, die ich jemals in Blasters gesehen habe, bis hierhin. Die ist einfach hier in den Laden eingebaut. Das heißt, da können wir gleich erstmal einen Kaffee trinken gehen. Lecker. Delicious. Ja, sehr gut. Was sagt denn die Zeit? Oh, die Zeit sagt 19 Minuten. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Vielleicht können wir sogar noch eine Mission machen. Wir gucken mal. Je nachdem, wie gleich der Storyverlauf ist. Ich denke, dass diese Yokai von eben so ein bisschen labern wollen mit uns. Und
By the way, wir befinden uns auch gerade, um hier Spoilerina zu machen, wir befinden uns hier gerade im letzten Kapitel, oder im letzten Story-Kapitel. Kapitel 10 ist das letzte Story-Kapitel, by the way. Also moin! Kaffee lecker. So, was gibt's jetzt? Puh, also wir haben die anderen Blasters-Teams gerettet. Uncool. Laut ihrer Geschichte hätte jemand ihre Kraft gestohlen. Was zum Kuckuck ist denn hier los? Ja. Was zum, Niemand hat unsere Kommunikationsleitung gehackt. Swiss, Swiss, Swiss. Und ja, er hat wirklich gerade beim Reden gerülpst, man kennt es. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Whisper-Sahne. Was für eine Übersetzung, oder? In Wibblewobble hieß der voll besser. In Wibblewobble hieß er Whismellowman. Hier heißt er jetzt Whisper-Sahne, Alter. Ach, Level 5 oder Nintendo-Team. Was habt ihr euch da nur einfallen lassen für eine Übersetzung? Hat der Whisper-Sahne gesagt? Das Signal scheint von der Yokai World zu kommen. Es kommt etwas plötzlich, aber ich habe euch allen etwas mitzuteilen. Ich werde diese Welt übernehmen ab heute. Was? Für wen hält er sich? Bis jetzt verläuft alles strikt nach Plan. Zuerst gab ich den Yokai meine speziellen magischen Marshmallows. Dadurch wurden viele Yokai ganz wild. Das war Phase 1. Das haben wir mitbekommen. Die Nokus und so, ne? Ist er dafür verantwortlich, dass die Noku-Brüder in Glibbermanner verwandelt worden sind? In Phase 2 bekämpften die Blasters als Training die wild gewordenen Yokai. Und schließlich versammelte ich die stärksten Blasters beim Turnier, um dort ihre geballte Kraft zu verschlingen. Das heißt, so wurden sie geschwächt. Turnier, du meinst doch nicht den König der Blasters-Vorfall, oder? Also wären wir nicht disqualifiziert worden. Wäre auch unsere Kraft, unsere ganze Kraft, sowie die der anderen Teams verschlungen worden. Ach du meine Spiralen, das war echt knapp, meine lieben Brudiniusse. Mir ist es gelungen, schon viel Kraft zu sammeln. Ihr solltet also mittlerweile verstanden haben. Wenn ihr euch mit mir anlegt und mir widersetzt, kämpft ihr gegen alle Blasters. Beendet also diesen vergeblichen Widerstand und unterwerft euch. Whis, whis, whis. Okay. Whisper-Sahne, was für ein gruseliger Typ und was für ein Abklatsch meinerseits. Ich wusste, er sieht nur so aus wie ich. Er hat weder meinen Verstand noch Reiz. Ich werde diesen gruseligen Typen nicht machen lassen, was er will. Und wenn ich mit ihm fertig bin, gibt's erstmal eine heiße Schokolade mit Marshmallows obendrauf. Ja! Natürlich mit vegetarischen Marshmallows, ohne diese Gelatine-Schwein und so. Gruselig! Oh, dieser Schock! Hovanyan sagt, dass bisher alles nach seinem Plan läuft, aber der kann nicht perfekt sein. Einen großen Fehler in Whisper-Sahnes Geschichte gibt es dennoch. Er sagt, er habe die Kraft aller Blasters. Er hat Unrecht, da es noch Blasters gibt, und zwar uns. Also gut, zeigen wir ihm, was in uns steckt. Ja! Aber glaubt ihr, dass wir ihn ganz allein schlagen können? Oh, hallo. Was geht, Brudinius? Macht euch keinen Kopf. Ich dachte mir schon, dass sowas passiert. Also habe ich die stärkste Superwaffe gebaut, um die stärksten Super-Yokai zu besiegen. Oh, das ist wundervoll. Es gibt nur ein Problem. Ich habe alle Teile, um sie fertigzustellen. Aber ich krieg sie einfach nicht zusammengebaut. Safe, Herr Gutblick von rund um die Uhr muss uns helfen. Das ist furchtbar. In diesem Fall bleibt nur eine Option. In die Zukunft reisen. Wenn die gewärtige Technologie nicht gut genug ist, dann müssen wir eben in die Zukunft. In die Zukunft? Oh, ich wette, Temportalex kann uns helfen. Wir besorgen alle nötigen Teile in der Zukunft und kommen zurück. Und dann können wir die Waffe fertigstellen, um Whisper-Sahne zu schlagen, ja. Soldaten, ab in die Zukunft, bewegt euch. In die Zukunft, okay, wir waren bisher, das ist eine Premiere, wir waren bisher in der Welt von Yo-Kai Watch noch nie in der Zukunft. Das ändert sich zwar an Yo-Kai Watch 4, aber noch nie in einem bisherigen Yo-Kai Watch Teil ging es für uns in die Zukunft und das wird sich hier ändern, meine Bruts. Und dementsprechend,
bin ich da schon sehr gespannt, was abgehen wird. Und ich hoffe, ihr auch. Deswegen, ich weiß nicht, also ich würde ganz gerne erstmal gucken, dass ich mir bessere Items kaufe oder nochmal ein paar Items verfeinere. Gut, da bin ich hier an der falschen Adresse. Mulm. Aber vielleicht habe ich jetzt genug Materialien, um irgendwas zu bauen, um irgendwas zu verbessern. Warte mal kurz. Ausrüstung stärken. Da hatten wir ja diverse. Hier zum Beispiel, das Blumenamulett können wir uns jetzt gönnen. Lecker Schmecker, meine Brudinkos. Das schwarze Amulett machen wir jetzt zum Blumenamulett und verdoppeln die Effekte hier. Also moin! Das ist das erste Mal, dass wir eine... Ja, dass wir etwas verbessert haben. Das wurde auch... Es wurde Zeit. Sagen wir mal so. Können wir es noch weiter verbessern? Wir können! Und wir machen es auch, weil guckt euch bitte mal das Aurora-Amulett an. 50 Life-Points statt 10. Und alle anderen Werte auch verdoppelt. Also moin! Brudingos, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch Blasters sehen, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und beim nächsten Mal, ja, geht's für uns in die Zukunft. Und ich denke, jetzt sollten wir eigentlich es nicht mehr verbessern können, oder? Ja. Da fehlen uns jetzt die herziger Kugel und wir hatten bisher noch gar keine Kugel gefunden. Deswegen Feierabend! So, aber die alte Glocke oder der Kaninchenwerfer, können wir ihn verbessern? Nein. Können wir die Kätzchenglocke? Nein, die können wir auch nicht holen. Was ist mit der alten Glocke? Die Katzenglocke? Ah, guck mal an. Das machen wir jetzt auch noch eben schnell. Komm. Das pushen wir durch. Alles klar. Nice. Damit hätten wir unsere Yokai, jedenfalls Schatten-Ato, sehr krass gestärkt. Und beim nächsten Mal geht's für uns in die Zukunft. Oder wie Thaddeus sagen würde, die Zukunft, die Zukunft. Und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein.